Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt es bereits am Intro gesehen, die Halloween-Zeit hat jetzt wieder angefangen. Einer meiner Lieblingszeiten im ganzen Jahr. Und ja, wir sind schon voll im Gange, unsere Halloween-Party zu planen und haben auch schon so ein paar neue Halloween-Deko-Teile gekauft. Deswegen dachte ich mir, mache ich heute mal einen Halloween-Deko-Haul, weil ich meine, letztes Jahr gab es keinen. Deswegen habe ich mir überlegt, zeige ich euch mal die neuen Sachen, die wir gekauft haben, aber auch ein paar meiner Favoriten aus dem letzten Jahr. Und ich fange jetzt als allererstes mit Kick an. Da haben die tatsächlich zum Teil echt süße Deko, muss ich sagen. Ich hatte da auch schon einen Herbstdeko-Haul gemacht, kann ich euch gerne auch nochmal verlinken. Da habe ich nämlich tatsächlich dieses Jahr meine ganze Herbstdeko gekauft, weil es natürlich auch super günstig ist. Und wir waren halt letztens einkaufen und sind bei Kick vorbeigelaufen und da habe ich tatsächlich drei oder beziehungsweise zwei Sachen gefunden. Und zwar einmal so kurze Gläser, richtig cool, das sind so Totenköpfe und dann halt in Orange. Und weil ich auf jeden Fall Mexikaner dieses Jahr für die Party machen will, das hatte ich letztes Jahr auch schon in so einem toten Schädelgefäß, dachte ich mir, passen die eigentlich ganz gut und hat man halt auch direkt so kurze Gläser, die dann halt passend zu diesem Glas dann halt auch sind. Und die waren auch super günstig und zwar bekommt man hier vier in einem Set für 1,60. Also davon habe ich mir jetzt drei Stück geholt. Die anderen liegen schon irgendwo verteilt in dieser ganzen Halloween-Kiste. Und außerdem habe ich mir noch für 1,30 so ein, wie nennt man das, Absperrband in zwei verschiedenen Farben. Einmal schwarz und orange. Und das kann man ja immer super gut irgendwie vor der Tür aufspannen oder irgendwie vor einem bestimmten Bereich. Also das sieht als Deko auch immer super cool aus. Dann waren wir noch bei TK Maxx in der Stadt. Und ich finde, TK Maxx hat immer so hochwertigere Halloween-Deko, würde ich sagen. Wir haben schon immer, Mike und ich haben schon immer gesagt, dass es so unser Traum ist, dass wir irgendwann nur so hochwertige Halloween-Deko haben, die man dann wirklich jedes Jahr rausholen kann und die einfach eine richtig gute Qualität hat. Aber es hat natürlich dann auch immer seinen Preis. Deswegen haben wir uns dort jetzt mal drei verschiedene Sachen mitgenommen und die waren halt alle ein bisschen teurer. Also bei TK Maxx bekommt ihr richtig coole Halloween-Deko mit guter Qualität, aber die Sachen sind halt auch teurer. Aber ich habe letztes Jahr schon gesehen, dass die nach Halloween immer so einen Sale haben. Also eigentlich lohnt es sich, wenn man nach Halloween da mal vorbeischaut und dann halt da nochmal dann was fürs nächste Jahr kauft. Und wir haben uns hier einmal so drei Totenköpfe geholt. Die sich so einmal hätte sich die Skeletthände vor dem Mund und einmal hier vor die Augen. Das ist so ein bisschen wie bei diesen Emojis. Und das fanden wir richtig cool. Also es ist auch super schwer und hochwertig. Und ich glaube, genau, das hat jetzt 5 Euro gekostet. Eigentlich gar nicht so teuer, finde ich, wenn man sich das so hinstellt. Und die kann man ja, wie gesagt, überall irgendwie an so einem Tisch mit hinstellen. Das sieht eigentlich immer cool aus. Dann habe ich auch noch eine Sache. Es ist jetzt nicht so mega Halloween-Deko, aber es ist eine Halloween-Kerze und die hat hier so Fledermäuse drauf. Also kann man die schon so irgendwie mit auf so eine Schale stellen und das hat den Geruch Pumpkin Spice. Und als ich das gerochen habe, dachte ich mir nur so, wow, diese Kerze muss einfach mit. Das wird super gut auf der Party dann halt auch riechen. Es ist halt so richtig schön süß, aber halt auch gewürzt. Also es ist eigentlich auch ein perfekter Herbstduft, würde ich sagen. Und wie gesagt, die Kerze sieht halt schon so spooky, dunkel, düster aus. Die kann man auf jeden Fall sehr gut dann noch so als Beilage irgendwie dazustellen. Und dann haben wir noch ein richtig cooles Teil ergattert. Das war auch das teuerste. Und zwar diesen Grabstein hier. Der ist wirklich super schwer, aber ist halt auch, fühlt sich wirklich an wie so ein richtiger Stein. Und der musste halt einfach mit. Den kann man dann halt super irgendwie so ein Altar aufstellen. Und dann kommt der dann mit drauf, mit Kerzen oder so. Und ja, da dachten wir einfach, der muss dieses Jahr mal mit. Und ja, das kann man sich eigentlich auch richtig cool in den Garten stellen und dann so einen kleinen Friedhof aufstellen, je nachdem, wie groß ihr das Ganze machen wollt. Und der hat jetzt 15 Euro gekostet, aber da weiß ich jetzt schon, dass wir den jedes Jahr wieder rausholen werden. Der wird uns wirklich lange bei sehr vielen Partys begleiten. Deswegen musste der halt auch einfach mit. Manchmal findet man auch coole Halloween-Deko im Euro-Shop. Also da kann man sich ja wirklich auch so kleine Sachen holen oder Servietten oder so. Und ich wollte euch nochmal eine Sache zeigen, die ich aber trotzdem richtig cool finde. Und zwar ist das so ein Bilderrahmen mit einem Bild. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt so erkennen könnt. Also das ist dann erstmal ein Mann aus einer Perspektive und dann wird das zu so einem Dämon oder Vampir. Und das finde ich auch echt cool. Also man merkt zwar, dass das hier super günstig ist, das Material, aber man kann es halt so an die Wand kleben und dann sieht das aus wie ein ganz normales Foto. Und es hat halt echt so einen richtig coolen Gruseleffekt.
Und ja, also da gucke ich auch echt gerne vorbei, weil man da einfach so viele kleine günstige Teile auch ergattern kann. Wo man auch super gute Halloween-Deko kaufen kann und wo wir wirklich sehr viele Sachen her haben, ist Teddy. Die Sachen dort sind auch echt günstig und die haben zum Teil wirklich sehr viel Auswahl. Wir haben hier letztes Jahr einmal so ein Skelett geholt zum Aufhängen. Das kann man dann ja wirklich gut einfach so in die Ecke hängen oder irgendwie, keine Ahnung, an so eine Lampe oder so. Und das sieht ja wirklich immer gruselig aus. Da weiß ich leider nicht mehr, wie teuer das war, aber die Teddy-Sachen sind schon meistens eher so 4 bis 5 Euro, würde ich sagen. Je nachdem, wie groß die Sachen auch sind. Und dann haben wir dort auch noch einen weiteren Schädel, was auch sonst, gekauft. Und zwar sieht dieser so aus. Der hat hier auch so Spinnen drauf. Und den kann man nämlich auch anmachen. Ich muss mal eben gucken, ob wir da Batterien drin haben. Oh ja. Und dann leuchten die Augen nämlich so. Das finde ich auch immer cool, wenn man dann sowieso alles für die Party dunkel dekoriert und dann hat man schon noch irgendwie so Sachen, die leuchten oder irgendwie noch den Raum so beleuchten. Das finde ich immer ganz cool. Und da weiß ich nicht mehr, wie teuer der war. Ich denke mal so um die 5 Euro. Und jetzt kommt noch ein richtig cooles Highlight immer für jede Party. Und zwar ist es eine Spinne. Die ist jetzt so groß, die kann man, glaube ich, gar nicht richtig sehen. Also man kann die Arme so, die sind mit Draht innen drin, dann kann man die wirklich so zurechtbiegen, wie man es will. Und wir machen die meistens so an die Decke, also so quasi. Und machen dann die Beine wirklich so, dass sie den ganzen Raum einnehmen und dass die richtig schön von der Spinne gestreckt sind. Also das ist auch immer richtig cool, weil keiner mag Spinnen, seien wir ehrlich. Und sowas dann im Raum zu haben, ist schon immer sehr gruselig. So, zum Schluss wollte ich euch jetzt nochmal zwei Sachen von Teddy zeigen, die ein bisschen ekliger sind. Also wenn ihr sowas nicht so gerne anschaut, würde ich sagen, solltet ihr jetzt schon mal ausschalten. Das allererste Teil ist ein blutiges Herz verpackt. Und das ist schon echt eklig, weil wir machen zum Beispiel auch immer so ein Halloween-Buffet, wo jeder dann was mitbringt. Und wenn man das dann da so dazu liegt, sieht das schon eklig aus im Dunkeln. Man könnte es natürlich noch verschlimmern und hier dann noch Kunstblut drauf machen, aber ich finde so im Dunkeln ist das so eigentlich auch schon gruselig genug. Und es hat, glaube ich, so um die 5 Euro gekostet. Und das zweite Teil ist ein abgehackter Fuß. Hier guckt der Knochen raus und der sieht halt echt schon realistisch aus und der fühlt sich halt auch echt eklig an. Ich meine, die Füße sind ja eh jetzt nicht so die schönsten Körperteile. Und das ist echt schon perfekt für so eine Halloween-Party, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer der war. Ich glaube, um die 7 Euro. Und ich meine, wir haben auch noch eine abgehackte Hand, aber die sieht so ähnlich aus wie dieser jetzt hier. Die muss ich auch nochmal raussuchen. Aber ja, ich würde schon sagen, dass Teddy so mein Lieblingsshop ist für Halloween-Deko, weil man einfach so viele verschiedene Sachen bekommt, von eklig bis gruselig bis kitschig, aber alles zu einem guten Preis. Aber ich muss sagen, ich finde TK Maxx auch super, weil die einfach eine richtig gute Qualität haben, gerade wenn man wirklich auch jedes Jahr eine Halloween-Party feiert. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch schon von den Sachen, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr dieses Jahr auch eine Halloween-Party macht bei euch oder ob ihr zu einer Halloween-Party geht oder ob ihr es überhaupt feiert. Es feiert ja auch nicht jeder. Und ja, dann wünsche ich euch schon mal eine gruselige Zeit und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!